Ja, müssen wir vielleicht. Warten Sie mal, Momentchen. Ich sage immer, wir können jetzt die Rituale natürlich ausspinnen. Ich hier raus, komm rein, aber Sie hauen sich die Finger vom Körper. Ich sage, was soll der Quatsch? Sind wir hier in Europa oder was? Nee, also ich sage immer, wie gesagt, Sie haben zu tun, ich habe zu tun. Nee, mach mal sofort die Zugabe, ist der Fisch essen. Nee, fertig. Nee. Und ja, nein, eigentlich deshalb mache ich inzwischen wirklich ungern diese Laufereien so und auf so einer großen Bühne. Nun, tatsächlich ist es auch richtig Arbeit, ne? Bis dahin hin. Ne? Oder was? Und dann läuft man zu schnell, dann läuft man die Feuerwehrleute über den Haufen, die stehen, ne? Stehen da, ne? Mit dem C-Rohr, hier. Ne? Seit 7 Uhr, paff, ne? Mit dem C-Rohr. Ne? Kein Wunder, wenn dann das Wasser läuft, dann haut's dir rüber. Gut, aber nein, es hat tatsächlich mit einem privaten Gefühl zu tun und das möchte ich doch einmal auch mal öffentlich sagen dürfen, weil es wirklich so ist. Ich habe schon das Gefühl, dass es eigentlich eine Plauderei ist, die wir miteinander veranstalten. Und zu solchen Plaudereien, wo ich Ihnen etwas über sich erzähle und wo ich immer das Gefühl habe, es ist eigentlich kein, ja, es ist eigentlich wirklich kein Programm, sondern es ist so, ach Gott, ja, wir erzählen jetzt oder ja, wir einen Trink oder was. Zu so einem Gefühl passt einfach nicht die große Geste, der große Abmarsch herauf und so. Es gibt da viele Rituale. Es gibt so Kollegen, kenne ich, die sagen Zugabe erst, wenn sie trampeln. Ne? Oder sowas. Ne? Oder man kann diese wundervollen Applaus-Schaufeleien machen. Ich weiß nicht, ob Sie das so mal Theater, Schauspiel oder Oper mal beobachtet haben, wenn große, große Künstler dann sich noch am Vorhang kurz festhalten. So. So was. Furchtbar. Es ist wunderbar. Ich genieße was als Zuschauer immer sehr, aber ich kann es irgendwie selber nicht. Und ich möchte einfach Ihnen zum einen wirklich danken, dass Sie dazu verholfen haben, dass ich mir hab auch ein Auto kaufen können oder was. Ne? Ist schön. Ne? Ja Gott, ohne Sie wäre das ja nicht gelaufen. Also, man weiß es nicht. Gut, man weiß es nicht. Ne? Aber sag mal, wenn ich jetzt in Koblenz leben würde. Hätte wohl nicht ganz so geklappt, natürlich. Und das möchte ich schon. Ich möchte nochmal dem Opernhaus danken, so quasi in die Loge rein, sage ich das. Ciao Giancarlo, komm mal sagen, wenn du nicht da bist. Ciao Giancarlo, come stai? Bene, grazie, è bellissimo. Und dann die Pizza auf. Nein, es ist ja alles wunderbar und ich danke Ihnen herzlich. Und ich möchte zum Schluss noch Ihnen etwas über die beiden, ja, wie soll ich sagen, die beiden Säulen überhaupt des Rheinlandes erzählen. Wir haben ja gesehen im Laufe des Abends, dass der Rheinländer oder dass dem Rheinländer nichts mehr verhasst ist als das Abgeschlossene, das Fertige. Ah, das kann er nicht aushalten. Ne? Also das Fertige, das ist auch sowas wie, wie soll ich sagen, da ist auch kein Millimeter noch, wo man neue prasseln könnte. Ne? Das Abgeschlossene ist abgeschlossen. Also das ist ihm als Lebensprinzip verhasst. Er liebt die offene Form. Er liebt die Möglichkeit, dass sich noch was bewegt. Und er liebt das Unfertige, wollte ich jetzt fast sagen, aber das kann man nicht sagen, weil das würde voraussetzen, dass man etwas überhaupt fertig machen wollte. Ne? Und das zeigt sich nach wie vor im Herzstück rheinischer Architektur im Dom zu Köln. Der Kölner Dom war ja, wie wir alle wissen, jahrhundertelang quasi unfertig. Stund er da rum oder was? Er war nur für andere, für Nicht-Rheinländer unfertig. Das ist, wie soll ich sagen, also da standen ja diese zwei Turmstümpfe, ne? Hauptschiff war fertig, klar, man muss ja Dach über den Kopf haben oder was. Und jetzt die zwei Turmstümpfe und er hat, der rheinische Mensch hat sogar Fluten von Vorwürfe durch die Jahrhunderte hindurch über sich ergehen lassen, wenn da Touristen dann auf der Domplatte standen und sagten dann, das soll ein Dom sein, nur wo sind denn bei eurem Dom die Türme? Worauf der Rheinländer nur mit einer Gegenfrage seine subtilste Waffe überhaupt im Umgang mit fremden Zungen angewendet hat, nämlich zu sagen, wie Türme? Fertig. Ne? Und ja, hier. Ne? Und Sie wissen ja,
Sie wissen ja auch, dass auf dem rechten, wenn man so vor dem Dom stand, auf dem rechten Turmstumpf, sagen wir mal, jahrhundertelang dieser wunderschöne mittelalterliche Holzkran war. Der war nicht etwa da, um den Touristen zu suggerieren, ach, ich sehe gerade, da ist ein Kran drauf, nun wird es ja am Montag weitergehen. Vor allen Dingen am Montag weitergehen, sächsisches Wochenende. Gut. Nein, er hat diesen Kran nicht deshalb da stehen gehabt, sondern eigentlich sich selber zur Mahnung. Alle Menschen kennen ja so ein paar Mal dieses Phänomen, ein paar Mal im Leben hat man das, dass man so plötzlich einen Aktivitätsschub hat. Ne? So, jetzt aber, ne? Was jahrelang liegen geblieben ist, jetzt wird das angepackt. Ne? Und da muss man aufpassen. Ne? Und der Rheinländer wusste, da kann ihn auch mal erwischen. Und so durch die Jahrhunderte, immer wenn er so einen Anfall gekriegt hätte, oh jetzt, aber wird der Dom jetzt mal, da ist er auf die Domplatte gegangen. Hätte der Kran gesehen, war dann völlig beruhigt und hat sich dann gesagt, man könnt, wenn man wollt. Fertig. Ne? Und nur dann ist natürlich der Preuße gekommen, die Geschichte kennen wir ja auch. Ne? Kaum war Napoleon weg, hat der Preuße Einfluss gewonnen und hat dann, dem war das immer schon ein Dorn im Auge. Ne? Der Preuße macht ja alles fertig, was er in die Hand nimmt. Ne? Gibt zum Beispiel kein unvollendetes Bismarck-Denkmal. Ne? Mit Schnurrbart, ohne Schnurrbart ist ja, ne? Der Preuße macht alles fertig, grauenhaft. Dann hat aber mit den Teilen, da steht so rum und kein Mensch weiß, wohin damit. Jedenfalls war das in Preußen immer schon ein Grauen, immer schon so ein Stachel im Auge, Dorn. Ja, Dorn, das wollte ich sagen. Ne? Und er hat dann als eine der ersten Amtshandlungen der Dompfennig eingeführt. Ne? Weltweit, also bis nach Schwaben. Ne? Hat er dann der Dompfennig eingetrieben und hat dabei zwei ganz grundsätzliche rheinische politische Grundsätze missachtet oder mit Füßen getreten. Er hat erstens das ihm gesteckte Ziel erreicht. Er hat zweitens das Geld auch noch zweckentsprechend verwendet. Ja, wo sind wir dann? Jawohl, also, ist ja. Wo er doch hätte wissen müssen, dass zum Beispiel eines der Fundamente der Demokratie im Rheinland überhaupt die rheinische Lösung ist. Die rheinische Lösung, der Adenauer ja schon glücklicherweise angehangen hat, rheinische Lösung ist, alle Verantwortlichen, zum Beispiel Stadtrat oder Landtag oder Parlament, die kommen zusammen, dann werden die Fragen auf den Tisch gestellt und dann kommt es in Bewusstsein der hohen Verantwortung bei den Verantwortlichen zur rheinischen Lösung, da der dem heißt, gut, jetzt tun wir das abstimmen. Und dann gucken wir mal weiter. So was, ne? Alle diese Dinge hat der Preuße missachtet und er hat dann die Türme hochgezogen. Ne? Ich möchte nicht gerne sagen, dass er den Kölner Dom vollendet hat. Er hat die Türme hochgezogen. Ich meine, so sehen die auch aus. Ne? Haben Sie mal geguckt, gehen Sie mal rein. Ne? Unten so, wo die Türme schön, ne? Rheinisch, bisschen Gotik dabei, normal. Ne? Da gehst du rein, das ist ein schönes Gefühl. Dann kommt man aber plötzlich, und jeder Rheinländer spürt das intuitiv, kommt man plötzlich an eine Stelle, von der an ist es einem, als würde einem eine eiskalte Hand mitten an in das Herz fassen. Forschbar. Ne? Das ist die Stelle, ab der die Türme preußisch werden. Ne? Ja, und wenn man genau hinguckt, sieht man auch, woran das liegt. Unter anderem zum Beispiel liegt das daran, dass ab hier der rechte Winkel exakt ein rechter Winkel ist. Ja, wo sind wir dann? Hier, Diktatur, ist aber Diktatur der 90 Grad. Da kann man auch nur mit 72, 75 Grad versuchen. Irgendwie kriegen wir das Teil schon herum. Herrgott noch eins. Ist doch wahr. Das andere fundamentale rheinische Element ist natürlich der Strom, der Rhein himself quasi. Er ist ja nicht nur ein Strom, es ist ja nicht nur ein Fluss, es ist einfach eine Wunderwelt, die der Rhein mit sich trägt und um sich herum verbreitet. Und der Rhein ist ja nun jahrtausende lang quasi so schön durch das Rheinland geflossen, immer in einem schönen, bedächtigen, leichten und etwas unregelmäßigen Rhythmus. Und das hat sich langsam auf das Gemüt und auf die Sprache des rheinischen Menschen gelegt. Ich kenne keine Umgangssprache, die eine so differenzierte Rhythmik hätte, und die hat sie von diesem Rhein, wie die rheinische Sprache. Das geht hin bis zu Kleinigkeiten, selbst völlig unmusikalische Menschen, wie zum Beispiel die Mitglieder des Orchesters hier unter mir,
Es war mal schön, ne? Also man hört ja selten, so schon in den ersten 5 Takten einer Ouvertüre zum Beispiel, dass man so alle 24 Tonarten dargeboten kriegt, ne? Und gleichzeitig, ne? Ja, gut, kann ja schon mal passieren. Nein, ist schön, wunderbar. Ich bin gerne in der Oper und ja, ne? So schöne Bühne, ne? So ist alles wunderbar. Also waren wir stehen geblieben, ne? Waren wir stehen geblieben, ja. Das hat sich selbst völlig unmusikalische rheinische Menschen sprechen mit einer rhythmischen Präsenz und Prägnanz, die einem jeden Musiker die Schuhe auszieht. Zum Beispiel wird jeder Rheinländer wird aus dem Ärmel sagen, da jinke mir. Immer mit dieser kleinen 16. Pause dazwischen, da jinke mir. Oder er wird immer mit einer 8. Pause sagen, ist das dann möglich? Immer. Sie werden nie dieses, wenn er erstaunt ist, nie ihn das Erstaunen ausdrücken hören, ohne diese Pause. Er wird nie sagen, ist das dann möglich? Immer, ist das dann möglich? Oder der Klassiker ist natürlich der rheinische Spottvers mit der berühmtesten Achtelpause der Welt. Darf, dat, 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 darf. Nee? Es, hat, da zeigt sich eine, ja, eine Rhythmik, eine Leichtigkeit. Da tanzt die Zunge, das ist für mich die rheinische Samba. Und wenn ich mal diese zwei Dinge zusammentue, die Liebe zum Nichtvollendeten und die Lust, die Wörter auf der Zunge tanzen zu lassen, dann kommen wir zu dem, was ich gerne die Infinitivinflation des Rheinländers nennen möchte. Das ist so. Der Rheinländer reiht gerne die Infinitive aneinander, aber nicht etwa nur so aus Quatsch oder was so, sondern mit einer gewissen Absicht. Er ist, wie soll ich sagen, der Rheinländer hat erkannt, dass man, wenn die Sätze richtig tanzen sollen, dass man dann unbetonte Silben dazwischen haben muss. Das ist im Rheinischen die unbetonte Silbe Z. Im Hochdeutschen das Wörtchen zu als Infinitivwort immer betont. Im Rheinischen ist es immer unbetont. Sie werden niemals einen Rheinländer diese Silbe z betont aussprechen hören. Und das hat einen rhythmischen Grund, denn nur von einer unbetonten Silbe können die anderen Silben zu den Sternen empor tanzen. Zum Beispiel, es klingelt an meiner Tür, mein Hauswirt steht da und sagt, sind ihr gumme für zu lure? Was hat das für eine Rhythmik? Ich bin ja gumme für zu lure. Nehmen wir mal das Hochdeutsche. Ich bin gekommen, um nachzuschauen. Tut mir leid. Nee? Also, nee? Ja, noch nicht, das ist doch der Spion oder was? Nee, nee, nee. Sind ja gumme für zu lure. Und da ist es eben auch möglich, weil er so gerne tanzt, hat er sich die Möglichkeit geschaffen, diese Dinge aneinander zu ketten. Und da möchte ich Ihnen doch oder mit Ihnen zusammen einen kleinen rheinischen Rap zelebrieren. Die Geschichte eines jungen Mannes, der am Leben scheitert, weil, ach ja, das werden Sie gleich hören. Da brauchen wir nur einen kleinen Rhythmus. Ein für die Oper sicher untypisches Geräusch für diese heiligen Hallen. Wir müssen eine Kleinigkeit schnipsen, weil so ein Rap, der braucht einen Basisrhythmus. So eins und zwei und wäre schön, wenn Sie ein bisschen mit tun täten. Hm? Goss nix. Kommt auch kein Kellner gelaufen oder sonst was. Ja. Dann kann ich Ihnen die Geschichte vom jungen Mann erzählen, der am Leben scheitert, weil er ist zu jod für zu kleue. Oh. Er ist zu jod für zu kleue, sich zu trauen. Andererseits, er ist zu bang für Jezeline. Oh. Er ist zu bang für Jezeline zu fragen. Er ist zu bang für zu kommen für Jezeline zu fragen und zu jod für zu kleue, sich zu trauen. Jetzt kommt die Moral von der Geschichte. Und wer zu bang ist für zu kommen, für Jezeline zu fragen und zu jod ist für zu kleue, sich erhetzt zu nehmen, ist zu blöd zu jetzt zu kommen, für jet kaufen zu können, für dat Mädchen, für zu schenken, für se Mütze zu können, für zu heiraten, zu poppen und jet Benz zu kriegen. Ich danke Ihnen herzlich. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Ich danke Ihnen herzlich. Dankeschön.